Guten Morgen, meine lieben Freunde. Heute ist Tag 2 vom Umdekorier-Wahnsinn. Ich sitze gerade in der Küche. Ich bin auch gerade eben erst aufgewacht. Also ich bin noch ein bisschen benommen. Also ich bin noch nicht so richtig wach, habe ich das Gefühl. Ich war aber schon im Badezimmer, habe mich fresh gemacht, habe mich umgezogen. Ich habe einfach nochmal die Klamotten von gestern angezogen. Dann können die heute nach dem Tag in die Wäsche. Meine Oma war gerade schon da, hat auch ihre Wäsche gewaschen und wir haben noch ein bisschen gequatscht und ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich habe mir nur so eine kleine Salami reingezogen. Ich habe jetzt gerade eben dann alles nach hier getragen und also den Rest. Ich hatte ja gestern schon so ein paar Sachen hingestellt, die in die Küche gehören zum Dekorieren. Aber ich habe gerade eben noch die Kugeln hier hingetragen. Ich habe heute den ganzen Tag hier für mich alleine. Jakob ist nämlich von morgens bis abends arbeiten. Der hat heute einen langen Tag. Das heißt, ich kann mich voll und ganz auf den ganzen Kram hier konzentrieren. Und deswegen sitze ich in der Küche, weil ich möchte gerne hier anfangen. Im letzten Video haben wir schon das Schlafzimmer gemacht und ich habe super darin geschlafen. Es war so, so geil. Ich habe auf jeden Fall vor, mit der Fensterbank zu starten. Denn ich habe gerade eben schon diese Schneeleiste angebracht. Die habe ich euch in irgendeinem Vlog letztens gezeigt, dass ich aus so einer Schneedecke so kleine Schneeberge gemacht habe. Und die habe ich schon mal festgeklebt, weil ich wollte provisorisch schon mal testen, ob das hält. Aber es hält, weil sonst hätte ich dann irgendwie was anderes noch gesucht. Aber es funktioniert. Dann werde ich die Fensterbank dekorieren. Und wenn ich das fertig habe, schaue ich mal, was ich hier drauf stelle. Weil das hatten wir ja letztes Jahr noch nicht, deswegen muss ich mal schauen. Da finde ich aber auch auf jeden Fall was. Und wenn ich die Fensterbank und das Regal fertig habe, geht es an den Baum. Der steht hier neben mir. Ich denke mal, den Karton seht ihr. Und dann wird der geschmückt und da freue ich mich auch auf jeden Fall schon sehr drauf. Dann würde ich sagen, starten wir in Dekoriertag 2. Und euch wünsche ich natürlich wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Vlog. Ich wollte euch noch kurz zeigen, dass ich hier auch die Bilder schon geändert habe. Wir hatten ja hier dieses Baked with Love und dieses Kitchenist for Dancing und so. Das habe ich gelassen, das hatte ich vorher schon. Ich habe einfach nur diese großen Herbstbilder geändert. Hier habe ich jetzt so einen Hirsch in Blau, damit es auch schön hier in die Küche passt. Dann habe ich noch diesen kleinen Baum hier und was ich auch total schön finde, dieses Ho Ho Ho. Und ja, jetzt ist es ein bisschen weihnachtlicher. Ich finde das immer ganz schön, das anzupassen. Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be all right. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to you. Ich habe jetzt gerade mal die Speicherkarte gewechselt, denn nach ein bisschen Filmen tagelang ist die Speicherkarte dann auch voll. Ich habe gerade schon die Fensterbank gemacht und den Vorhang aufgehangen. Das habe ich jetzt nicht mitgefilmt, weil ja, ich viel zu klein war und das super, super affig aussah, wie ich hier rumgekraxelt bin, um dieses Ding da oben hinzupacken. Aber gut, ne? Ihr seht es ja dann nachher, wenn ich es euch nochmal schön zeige. Und jetzt ist der Baum an der Reihe. Der Baum wird jetzt hier in die Ecke gepflanzt. Ich denke mal, das dürfte ganz gut funktionieren. Wir hatten ja letztes Jahr die kleine Theke da noch nicht. Und die nimmt natürlich so ein kleines bisschen Platz weg. Aber wir haben ja da eigentlich eine ziemlich große Fläche in der Ecke. Und das sollte funktionieren. Ich packe die Sachen jetzt von der Theke mal weg. Und dann wird der Baum aufgestellt. Und dann schaue ich mal, dass ich das hinkriege, den zu schmücken. Whatever we
Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. This cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. On this cold December day, I am piloting my sleigh. The work to be done on my Christmas run is the most tired chore. No girl or boy without a toy, so giddy up, Rudolph, my dear. Hey. Thank you.
vollbracht, die Küche ist fertig dekoriert. Wundert euch bitte nicht, wie ich aussehe. Ich saß eben schon hinten im Büro und ihr wisst ja, da ist keine Heizung. Und es ist zwar nicht ganz so kühl, aber ich dachte mir, ich ziehe besser eine Jacke an, bevor ich mich nachher da zu Tode friere. Ich bin richtig happy. Ich weiß, ich sage das jetzt bei jedem Raum und ihr werdet das auch in jedem Video hören, dass ich sehr happy bin. Aber ich habe mich irgendwie dieses Jahr nochmal neu in die blaue Deko verliebt. Ich finde das so schön. Wir haben ja in der Küche eigentlich relativ alles so weiß. Und dann habe ich irgendwann ja angefangen, hier so ein bisschen Mint mit reinzubringen. Und deswegen dachte ich mir, dass das Blau, was ich habe, ganz gut hier reinpassen würde. Wir haben ja auch diesen Lichtervorhang an der Fenster, der ist eher in diesem Kaltweiß. Und da passen diese blauen Akzente total gut rein. Meine Oma war eben schon oben und hat geguckt und die hat auch gesagt, also der blaue Baum hier, der sieht so schön aus. Ihr gefällt es auch gut. Und ich habe Jakob schon ein Bild geschickt, der ist ja noch auf der Arbeit, ihm gefällt es auch. Ich habe ja hier unten auch das kleine Rentier noch hingesetzt. Ich dachte, das passt ganz gut. Diese zwei Girlanden hinterm Baum, dachte ich mir, weil dahinter halt nur dieses Kabelgedöns ist, könnte man damit ganz gut verstecken. Und diese Decke, die ich da um den Ständer gemacht habe, die ist auch schon richtig alt. Ich glaube, die Weihnachtsdecke, die ist genauso alt wie ich. Die hat meine Oma früher schon unter den Baum gelegt. Ich habe gerade eben auch noch so ein bisschen was anderes angefangen, aber das werdet ihr in einer der nächsten Videos natürlich sehen. Und ich hoffe natürlich auch, dass dieses Video euch gefallen hat und dass euch die Küche gefällt. Schreibt mir natürlich wie immer Feedback in die Kommentare, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Langsam nimmt alles Gestalt an und die Wohnung verwandelt sich in ein Weihnachtswunderland, so wie ich das gerne möchte. Und damit verabschiede ich mich aus dem zweiten Umräum-Dekoriertag und hoffe natürlich, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Und dann verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Deko-Video wieder. Tschüss!